Hallo und willkommen zurück zu Trails of Cold Steel 4. Ja, schön war es im Flugzeug, wird aber Zeit, dass wir wieder landen. Eben noch rasieren. Puh. Er reflektiert sich selber. Also ich meine das jetzt nicht bildlich gesprochen, sondern also ich meine es halt bildlich gesprochen, aber nicht visuell. Versteht ihr, was ich meine? Es würde mich nicht wundern, wenn sein Spiegelbild gleich andere Formen annimmt. Silbernes Haar und rote Augen. Als wäre ich ein Vampir aus einer alten Legende. Oh, was ich so geil fände, wenn am Schluss letztendlich Rian doch das Opfer bleibt und die Zerstörung der Welt einleitet und quasi irgendwie nichts dafür kann und wir jetzt quasi in den ganzen 4 Spielen mitbekommen haben, wie er zum Zerstörer der Welt wurde. Sonst kriegt man von Bösewicht dann ja nicht so viel mit. Meistens spielt man den Helden und dann kriegt man halt nicht mit, wie ist der Böse oder wie hat er den Untergang der Welt eingeläutet. Also klar, es gibt natürlich manchmal so Leute, die sind so absichtlich böse. Aber manchmal kann das ja auch einfach Versehen sein. Wie so das Umwerfen einer Vase macht man einfach die Welt kaputt. Ich schätze, die Nosferatu waren auch Opfer des Fluchs des Kaiserreichs in gewisser Weise. Aber wenn es um mich geht als Opfer, dann sind sie beinahe niedlich im Vergleich. Oh, Alisa, musst du ins Bad? Ich bin sofort. Alisa! Tut mir leid, dass ich das so plötzlich mache. Es ist nur dein Haar, deine Augen. Sie werden nicht wieder ganz normal, oder? Nein, vermutlich nicht. Du magst es nicht. Ich dachte, es sieht irgendwie ganz cool aus. Ach, du wirst doch immer cool sein, ganz egal, wie du aussiehst. Du bist eine wichtige Person für uns. Und noch viel wichtiger natürlich für mich. Alisa. Rin, ich. Alisa? Tut mir leid, ich habe mich hinreißen lassen. Ich gehe jetzt in die Lounge. Ich werde mir nochmal das Handbuch durchlesen, was mir Rosine gegeben hat. Ja, klar. Sie verhält sich schon ein bisschen seltsam. Aber sie hat natürlich ja auch ihre Sorgen. Wenn man bedenkt, was alles so passiert. Ich kann nicht anders. Ich muss mir manchmal Sorgen machen. Selbst muss ich mir um jemanden Sorgen machen, mit dem ich meine engsten Gedanken teilen kann. Alles klar. Ich gehe dann mal zur Brücke. Ich sollte mit Gaius reden. Es ist wohl nicht mehr lang bis Brownia Island, oder? Ja, der Sicherheitslevel über dem Meer ist genauso entspannt, wie man es erwarten würde. Wir müssen uns mal aber Gedanken machen, wo wir denn genau landen wollen. Also die Landeplattform selbst ist zu gut sichtbar von Ordis aus und die kaiserliche Marine versammelt sich in Juno. Ich verstehe, also Juno, diese Seefestung.
Ihr erinnert euch bestimmt. Die Insel ist voller Klippen. Also sind unsere Landeoptionen sehr begrenzt, wenn wir die Plattform nicht nutzen wollen. Die sandige Küste im Nordwesten ist wahrscheinlich die beste Wahl. Ja, das dachte ich mir auch. Oh, tust du das? Wie lange ist das hier schon auf dem Bildschirm? Stimmt ja, du hast uns ja ausgeholfen auf Bryonia Island vor ein paar Monaten. Du sagtest, ein Bekannter von dir hat dich dorthin geschickt. Das heißt... Ja, du hast mich erwischt. Vater Thomas Merkaba hat mich mitgenommen und da abgelassen, also da aussteigen lassen. Rosine und Bruder Elrond haben mir da auch noch geholfen. Obwohl wir dann nicht wirklich zurückkamen, bis dann der Deathlinger abgereist ist. Ja, es bestand das Risiko, dass Ouroboros uns entdeckt. Also mussten wir uns zurückziehen, kurz nachdem wir abgesprungen waren? Ich verstehe. Ja, wie dem auch sei, die sandige Küste oder Sandstrand sollte eigentlich kein Problem bereiten. Wir haben ungefähr 20 Minuten, bis wir ankommen. Du solltest dich schon mal darauf vorbereiten. Verstanden. Ich habe meine Runde bereits gedreht. Vielleicht warte ich einfach hier in der Brücke. Okay, ein weiter Bogen. Und das alles in einer Stunde. Die ganze orange Linie ist eine Stunde Flugzeit. Bryonia Island kommt in Sicht. Wow, schaut ihr das mal an. Ich kann mich an die Silhouette sehr gut erinnern. Oh, so sieht es also von hier oben aus. Eine nostalgische Sicht. Ja, ist beinahe 2 Jahre her. Ach ja, stimmt, da war ja Gruppe B bei ihrer Exkursion, oder? Ja, als Gruppe A in den nördlichen Hochlanden war. Ich verstehe nicht, was er mit Dusi sagen will. Naja, diese Zeiten sind lange vergangen, Gott sei Dank. Was soll ich sagen? Ich war damals jung. Ach so, warte mal. Laura und Vieh hatten doch Streit. Spielt Machias darauf an. Du scheinst auch jetzt immer noch jung zu wirken, Vieh. Jetzt, wo das Thema anschneidest. Auch ich habe auf dieser Insel Halt gemacht auf meinem Weg nach Norden. Ach wirklich? Ja, kommt mir beinahe so vor wie damals in der Schule. Ja, auf jeden Fall. So, wir werden also eine Geheimlandung an dem Strand vornehmen. Bereitet euch auf den Aufschlag vor.
Alles klar, Rosine. Ich überlasse die Merkava dann mal dir. Falls sich die Navy oder die Luftwaffe blicken lässt, dann flieg los und ja, sorg für den nötigen Abstand. Nun gut. Die Divine Knights und die Panzersoldaten sind jederzeit bereit, ja, geliefert zu werden oder in den Einsatz zu gehen. Zögert nicht, nach mir zu rufen. Danke, das weiß ich zu schätzen. Valimar muss ich wahrscheinlich selbst rufen. Ja. Alles hängt von dem Resultat dieser Rivalität ab. Okay, es klingt so, als wisst ihr alles, was ihr tun müsst. Seid vorsichtig da draußen. Ja, wir gehen einmal los. Das ist das erste Mal, dass ich hier bin. Kennt ihr den Weg zum Schrein? Ja, wir müssen nur dem Pfad folgen. Folge dem Schlauch. Ja, bevor wir dann den Wasserfall erreichen, müssen wir nach Südwesten. Das führt uns dann zu dem ja, Hafen oder sowas, wo der Schrein ist, oder? Ich glaube, ich erinnere mich an den Ort, den du meinst. Ja, da war irgendwie so ein kleiner Altar. Es war kein ausgewachsener Schrein. Der muss wohl erst nach dem Bürgerkrieg hier aufgetaucht sein. Ja, der ist vermutlich immer noch da. Ich hoffe, dass Crow dort auf uns wartet. Alles klar. Diesmal haben wir eine richtig große Gruppe dabei. Wie wollen wir es anstellen? Seid vorsichtig, alle. Wir reden hier über etwas, was von den Gnomen hergestellt wurde und von den Hexen vor über 1000 Jahren. Crow war letztes Mal da. Ich hoffe, er ist immer noch da. Auf zum Solschrein. Ja. Ich lasse die Gruppe erstmal so von der Ausrüstung her. Ist mir jetzt egal. Wobei, ich gucke nochmal eben. Ich habe ja Kleidung noch irgendwie. Also wer jetzt schlechte Kleidung hat. Ja, da gönnen wir dir noch ein bisschen mehr Speed. Ist okay. Und wer ist unser Evasion Master? Haben wir gar nicht, ne? Das wärst du. Das wäre auch Speed. Movement und Evasion. Haben wir zweimal. Wer braucht denn Movement? Kurt, den ich nicht einsetze. Ja. Komm, ist mir jetzt egal. Ich lasse das jetzt erstmal. So, ich werde jetzt nicht Alisa in die Gruppe nehmen. Das soll jetzt hier die neue Klasse 7 mal schön regeln. Und dementsprechend, wer hat denn wenig Movement? Altina hat 8, du hast 7. Du brauchst nicht so viel Movement. Achso, das ist ohnehin schon was Movement Stärkendes. Ja, okay. Gönnen wir dir das noch. So. Jetzt aber los. Wir können auch angeln. Schön. A fishing spot. How nice. I'm going. There. Here's one. Mal wieder das Übliche. Oh, I got away.
Ja, was ist denn los mit mir? Oh, oh mein Gott. Nicht verletzen. Also uns am Fisch. Bitte dabei. Ja, lovely ist der, genau. Blue Marlin. Action 2. Oh Mann, dann hat er bestimmt Action 3 dabei, wenn ich den nochmal fange. Also mit Gold. Sehr schön. Action 3. Das will ich jetzt nicht übertreiben. Können wir nochmal ausrüsten. Genau. Du hast Action 2. Bekommst einmal Action 3. Bekommt noch sonst jemand Action 2? Ist die große Frage. Nö, die haben teilweise schon alle Action 3. Okay. So, was haben wir hier? Achso, habe ich Moonlands oder sowas dabei? Ich hoffe, Altina hat das. Nö. Wo ist mein Moonlands? Du hast das, Ash, okay. Ja, auch gut. I got this. Yeah. Da können wir nichts tun. Warte, doch. Valimamilium. Ich glaube, wir gehen besser. Ich verlasse mich auf euch, wenn es an der Zeit ist. Ist da eine Truhe oder da oben, ne? Oh yeah, the soul shrine's over this way. It's a bit further in from the dock. All right. Let's get going then. Naja, dann muss ich eigentlich einen anderen Weg erstmal gehen. Sorry. War da ein Weg? Ja, hier. So eine Silbertruhe ist es auch noch. Oder? Reen und Juna. Monster Level 93. Ja. Können wir mal probieren. Ich hoffe mal, das passt so. Watch out. This is a tough one. Hatten wir nicht so eine hängende Spinne schon mal? Oh ja, die konnte confusen. Oh nee. Mit No Cast Time würde mich schon reizen.
So, machen wir mal Chrono Drive. Ja! Jetzt ist Juno natürlich zu weit weg für Shining, ne? It's my turn! Ja. Ist ganz toll. Können wir sonst irgendwas tun? Ich glaube, du musst dich einmal bewegen. Ja, Stream of Madness. Diese Kacke geht wieder los. Oh, ich habe da keinen Bock drauf. Ich sag's, wie es ist. Wie lange wirkt das bei dir noch? Noch eine Runde, das sollst du ruhig machen. Wir machen dann hier mal La Forte. Ja. I'm up. Tja, nu. Ja gar nichts. Wie ist das mit den Crafts? Auf Break werde ich mich ja gar nicht verlassen. Delay, Critical Rate. Der Critical Rate wäre ganz gut. Unbalance. Mach einfach. Achso, genau, jetzt natürlich nicht. Du willst ja gleich nochmal Shining kriegen. Geht leider nicht, weil Juno wieder verrückt geworden ist. Also. Confusion heilen. Ich hasse es wie die Pest mit diesem verrückt werden. Hätte ich doch vorher abgesaved, dann hätte ich jetzt die Ausrüstung entsprechend ändern können, dass zwei Leute nicht confused werden können, aber so geht es leider nicht. Und ich weiß halt, der Kampf, der war so ekelhaft schon mit vier Leuten. Und jetzt zu zweit ist er wahrscheinlich die absolute Hölle. I appreciate it. All right. So, können wir jetzt mal mit Shining anfangen, bitte? Let's go. Da sind die anderen Buffs jetzt auch schon alle wieder weg. Wir haben quasi nichts gemacht, außer Confusion wieder zu heilen. I'm up. Oh. Weißt du was? Ich habe jetzt keinen Bock auf, also alle zwei Sekunden hier mich um Junas Confusion zu kümmern. Ich hau jetzt ab. Dann ist die Spinne näher dran. Und dann hätte Juno eigentlich die Spinne angreifen sollen, hätte ich gedacht. Aber so läuft es wohl nicht. Ich habe jetzt schon keine Lust auf den Kampf. Ich habe einfach keine Lust. Heilung, das dauert auch alles. La Forte ist weg. Mach noch mal La Forte, bitte. Arcus activate. Ha! 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 I can still fight. Genau, du kannst auch kämpfen und dann mach einfach mal deine S-Craft. Mal sehen, was die so reinzieht. My mind is clear. My blade empty. Now! Die Lösung, um den Kampf zu gewinnen, ist ja die Ausrüstung zu ändern. Nur um die Ausrüstung zu ändern, muss ich quasi an den Anfang der Folge zurückkehren. Ich kann ja jetzt leider hier nicht sagen, nee, sorry, ich habe mich geirrt, ich will meine Ausrüstung ändern.
Da habe ich Glück gehabt, dass Juna jetzt schon zweimal ausgewichen ist, dank Shining. So, du kannst jetzt mal heilen, ne? It's my turn. So. Duna hat auch noch einen Stärke-Buff, dann kann sie auch gleich ihre S-Craft gleich mal einsetzen. Dann. Gucken wir mal, Break Damage. Critical, also Inside auch nochmal, das ist auch gut. Mach erstmal nix. Crimson Slash, it's down! Den Drachen können wir auch noch beschwören, aber jetzt mach erstmal Axel Breaker. This is it! Ja! One more! I'll finish it! Excel Breaker! Geht's eigentlich von Schaden her? Das ist ganz gut. Let's go! So, sie ist eingeschlafen, das ist gut, dann kann sie uns wesentlich angreifen. Andererseits können wir dann auch keine Combo-Angriffe machen, ist klar. Hat man nicht ein Item, was uns noch ein bisschen CP verschaffen kann? Inside auch nochmal. Inside haben wir auch nicht mehr, ne? Ne, da müssen wir jetzt auf jeden Fall die Order machen. Wo wir nochmal Inside bekommen. Gold Dragon Formation! I'm up! Jo, Enhanced. Break ist wieder weg, aber ich habe auch nicht auf Break geachtet. Davon bin ich ausgegangen, dass wir es nicht schaffen können, sie zu breaken. Wie lange schläfst du da noch, Juna? Ich sehe es nicht. Sind das 4 Runden oder? Ich kann das an dem Symbol nicht erkennen. Ja, dann gebe mal ein Anti. Obwohl, nee, gebe kein Anti-Schlafmittel, sie wird gleich geweckt. Sie wird gleich automatisch geweckt. Nee, wohl doch nicht. I'm up. Naja, komm, dann lade ich mit CP auf, mach gleich noch meine S-Craft. Instant Death, auch das ist auch schön. Zum Glück hast du dein Amulett, kann ich da nur sagen. Machen wir mal eben S-Craft. Vielleicht reicht das. Ich hoffe, es reicht, aber sonst kriegen wir schon noch kaputt. Nicht, dass sie gleich nochmal Instant Death macht. Ich würde sie zutrauen. Das ist einfach eine widerliche Zeckenspinne, muss man sagen. Ich werde gleich richtig glücklich sein, wenn sie tot ist. 4000, das war lächerlich. Ja, er macht nochmal Instant Death, warum auch nicht? Wenn er es kann. Tja, blöd gelaufen. Von Fusion, wenn sonst niemand da ist, ne? So, kannst du wiederbeleben, nicht so einfach. Dann machen wir das so. Thanks. It's my turn.
Rufen wir den Drachen ruhig mal, warum nicht? Wahrscheinlich macht er jetzt Impede. Jo, und Confusion. Ich hasse es so sehr. Habe ich das schon mal gesagt, ey, wie ich das hasse. Oh. Also eigentlich hasse ich das ja nicht, dass das passiert. Das, was ich hasse, ist, dass man keine Möglichkeit hat, nach dem verlorenen Kampf zu sagen, ich möchte bitte meine Ausrüstung ändern. Sondern ich kann nur mit genau der gleichen Ausrüstung weiterkämpfen und das führt mich halt keinen Schritt weiter. Ha! I appreciate it. All right. Ja gut, dann rufen wir doch mal den Drachen. Ah nee, ach so, Shining, genau. Das ist eigentlich eine gute Idee, das nochmal zu machen. Ist ja inzwischen ausgelaufen. Durch einen Todesfall. Und durch viel Schlaf. So, jetzt haben wir nochmal 3 BP. Divine Song wäre No Cast Time. Break Damage ist mir egal, das bringt ja überhaupt nichts. Damage Reduction für uns. Ne, gönn uns mal nochmal CP. Let's go! Raging Fire Formation! I'm up! Shit! Sehr gut. Now! They're mine! All right! Hattest du jetzt... Ja, Shining hattest du gemacht, das war gut. Dann... kommt jetzt der Drachen. It's my turn. Power C plus, das ist mir zu wenig. Ein Angriff ist noch aushalten. Shit. Now. They're mine. Take this. Sehr gut. I'm up. So, jetzt hast du 80. Lohnt es sich dann noch eine neue Order zu machen? Nein. Helix hat Power A+, das hat B+, also das. Ja, das war's. Okay, hat ja doch ganz gut geklappt. Habe ich mir unnötig Sorgen gemacht. Da war der erste Kampf, wo wir noch zu viert waren, gegen diese Spinne schlimmer. Bridget ist Level 6, achso genau, die Master Quartz, die müsste ich auch nochmal irgendwann durchgehen. Mache ich aber nicht in dieser Folge. Alright, got it! Prüfung bestanden. Reen's Order Iron Will ist jetzt besser geworden, Iron Will X. Und macht 8 Runden lang Damage Reduction und 12% Hitpoints zurück. Nicht 10%, sondern 12%. Ja gut. Ups. Hier geht es noch weiter. Auf der anderen Seite wird es auch weitergehen. Ja, ist ein bisschen verworren hier. Achso, genau. Gehen wir erstmal zum grünen Sternchen. Hier sind auch mehrere Sternchen, aber auch rote Ausrufezeichen. Also gehen wir erstmal zu dem grünen Sternchen darüber. Are we on the other side of the island? That's right. We'll need to head the opposite way to reach the shrine. Before that, I'd like to take a look at the Guardian statue, if we have time. Oh, you mean the one Roselia told us about? The Septarian of Fire's Husk? I wouldn't mind making the trip.
Okay, hier war also mal der Septerion des Feuers. Haben wir schon mal erfahren, aber ich hatte es natürlich nicht mehr auf dem Schirm. Dann ist jetzt halt noch die leere Hülle dieses ehemaligen Septerions. Und den wollen wir uns jetzt mal angucken. Da ist er. Das ist echt kaum zu glauben, dass es schon 2 Monate her ist. Das ist beeindruckend. Ja, ist noch größer, als ich mir vorgestellt hatte. Also nur mal so, diese Leiter da würde ich nicht hochgehen. Bei diesen schmalen Stufen da in den Fels geritzt. Ich habe ihn damals mit Gruppe B gesehen, als wir noch Schüler waren, aber es ist halt sehr imposant. Das Ding ist ja riesig. Die alten Geschichten haben keinesfalls übertrieben. Also ist dieses hier eines der heiligen Schätze, einer der heiligen Schätze, die den Great One geformt hatten. Also der Great One wurde ja in 7 Teile zerteilt und jetzt sehen wir ein Teil davon, wenn ich das richtig verstehe. Das stimmt, das ist Arc Rouge, der Septerion des Feuers. Der Hexenclan hat ihn für Generationen beobachtet. Ja, und das andere Stück oder das andere Puzzleteil ist Lost Zem. Der befindet sich unter der Obhut der Gnome. Als diese beiden ja sich bekriegt haben, wurde daraus der Septerion des Stahls geboren. Das stimmt. Die Überbleibsel von Lost Zem flogen über die nördlichen Hochlande und Arc Rouge ist halt hier gelandet. Das ist ja eine Entfernung von 1000 Säge. Das muss ein ziemlich explosiver Kampf gewesen sein. Sie sind verschmolzen, um den Great One zu formen. Aber das ist alles, was davon übrig ist. Wie Ausbilder Reen sagte, sind das jetzt nur noch leere Hüllen. Ich spüre nichts davon. Es ist so, als wäre es leer. Wir wissen, was wir tun müssen. Nein, mit unserem jetzigen Wissen ist es sehr leicht zu erkennen, warum ich damals nicht spüren konnte. Die beiden Septerions, die verschmolzen sind, wurden zu etwas, was den menschlichen Verstand übersteigt. Und die Divine Knights wurden erschaffen, um die Kraft des neuen Septerions aufzuteilen. Genau so rum war das. Also die Divine Knights sind ja aus dem Great One entstanden, aus dem Stahl-Septerion. Und man sagt sich, dass der Fluch ungefähr zur selben Zeit geboren wurde. Ich habe das Gefühl, es gibt da noch jede Menge, was wir nicht wissen. Wie dem auch sei, diese Ereignisse haben letztendlich zu unserem jetzigen Great Twilight geführt. Wenn Crow tatsächlich den Schlüssel zu all dem hat, dann können wir ihn jetzt einfach nur verfolgen. Und dann müssen wir ihn dazu bringen, dass er uns sagt, was er weiß. Ja, natürlich mit Gewalt, indem wir ihn bekämpfen. Ja, wir können jetzt noch nichts planen, bis wir die ganze Geschichte kennen. Ja, dann gehen wir am besten mal zum Soul-Schrein. Der ist direkt auf der anderen Seite der Insel. Verstanden. Wollen wir jetzt erstmal zurück?
man die Leiter... Okay, ich verstehe. Okay, das ist doch noch mehr Text. Ich dachte, das ist jetzt dasselbe wieder. Eine Sache irritiert mich noch. Nach dem Kampf flogen beide Septerions und landeten einmal hier und einmal in den nördlichen Hochlanden. Aber wo war die Schlacht? Ja, jetzt wo du es sagst, das ist eine ziemlich große Wissenslücke. Man könnte meinen, dass ein Kampf, der so intensiv war, schweren Schaden angerichtet hat. Wenn wir uns schnell mal die Karte des Kaiserreichs ansehen, gibt es doch bestimmt ein paar Orte, die es sein könnten. So wie ich das sehe, ist das hier denn nicht der wahrscheinlichste Ort? Ach schade, jetzt hätte ich gerne selbst geguckt und Schlussfolgerungen angestellt, aber jetzt verrät uns Muse schon, wo es ist. Muss ja wahrscheinlich in der Mitte sein, zwischen Norden und hier. Was ist in der Mitte? Heimdall? Oder Ruhr? Ich stimme dem zu. Dass es zu einer Singularität wurde, kann einfach kein Zufall sein. Die Menschen sagen, es ist verflucht. Und Geschichten über Flüche kommen nicht einfach so aus dem Nichts. Okay, jetzt kann ich also doch hier die Map angucken, dachte ich. Moment. Wie konnte ich nochmal auf die Map gucken? Also auf die Empire Map? Gar nicht, oder? Achso, doch mit Quadrat natürlich, klar. So, hier haben wir das. Und die nördlichen Hochlande sind da. Da in der Mitte. Oh, das Osgillas-Besen. Das Becken, was so heißt wie Osborn persönlich. Und da war auf jeden Fall eine Singularität, da kann ich mich dran entsinnen. Ja, ja. Schauen wir mal. Gut, wir dürfen da jetzt wahrscheinlich nicht lang, also interpretiere ich mal so. Wir werden das später erkunden, alles klar. Ich denke, so ein, zwei Kämpfe werde ich noch machen müssen. Aber nicht gegen dieses Kropfzeug da. Warte mal. Was ist da? Da geht das noch irgendwie hoch, oder? Habe ich was übersehen? Ich kann gerade nicht rennen. Ich musste gerade eben mal einen Niesreiz unterdrücken. Ja, das weiß ich doch. Also genau, ja, und da ging es dann auch hoch. Ja, ist klar, ist klar. Ortskunde 6. So, dann können wir hier mal weiter. Durch diese Höhle kommen wir zur anderen Seite der Insel. Diese Präsenz. Was ist denn los, Ausbilder? Wahrscheinlich nichts, um das ich mich sorgen muss. Ich habe nur das Gefühl, da ist etwas sehr Mächtiges in der Richtung. Da wäre es wohl am besten, wenn wir uns damit erstmal nicht beschäftigen. Wir können da immer noch später hin, wenn wir müssen. Nun gut.
ihr habt ja beide sehr feine Sinne dafür. Also doch hier wieder runter. Ist eine Menge los, muss man sagen. Ich würde erstmal links gehen wollen, weil da so ein Angelplatz ist. Dann noch eine schöne Truhe. Und da könnte auch ein interessanter Kampf sein. Obwohl, nee, das ist nur so ein Hundi. Aber ich muss da vorbei. Let's wipe him out. Oh ja, CP ist ein bisschen mickrig momentan. Ich will den Link eigentlich mal ändern, dass ich Rian mit Muse verknüpfe, weil ich auf den Endtext gespannt bin, wenn die beiden zusammen Monster killen. Hundis halten schon ganz schön was aus. Also Restore, nein. This'll get a bit spicy. Fire! Now's our champ, Instructor Ring! Got it! Shit! My turn. Huh. More enemies. Sure. Huh. My turn. Rionak, activate. Fire. It's my turn. Huh. Now. I've got you. Sure. Yeah. Good work, everyone. Okay, Thor hat eine neue Fähigkeit, der Master Quartz. Macht auch nochmal 25% extra Break Damage. Also nichts, was wir jemals nutzen werden. Denn Break, wie der Name schon sagt, ist ja broken. Also durch Zufall werden wir schon noch Leute irgendwann mal breaken, aber ist nicht drauf angelegt. There's a waterfall over there. Truly beautiful. Heard about it before, but it truly lives up to its reputation. It's kind of strange that an island of this size is uninhabited. Ja, das wird schon einen Grund haben. Find for sure, and a perfect spot for a field study. Wahrscheinlich sind die Leute, die hier gelebt haben, alle von bösen Monstern aufgefressen worden oder so. Da sieht das mir noch aus wie eine Silbertruhe, vor der ich auf jeden Fall abspeichern werde. Und apropos abspeichern, ich muss mal eben kurz heilen. Oh, this is nice. Oh, und ein interessanter Kampf. It's a tough one. This is the end. What a passionate foe. Yo, das sieht ganz gut aus.
Also von der Ästhetik her. Hey, you! Rest in peace! I'm up! Crimson Slash! I'm going! Bist du im Piet? Dann müssen wir dich mal eben auswechseln. I'll leave it to you. Leave it to me. Take this. I shall go. Rionak, activate. Fire. Now. Ash, down. Yeah. There. It's my turn. Crimson Slash! It's my turn! You got this! Leave it to me! Yeah! Let's go! An opening! My turn. There! Sure. Let's go! Crimson Slash! Now! I've got you! I shall go. So, du konntest auch nicht impeden, wenn ich mir richtig entsinne. Switch! Leave it to me! Now's our chance! An opening! Let's go! Crimson Slash! Now! I've got you! Hier haben wir eine erstaunlich lange Break-Phase. Turn. Crimson Slash. Mist, da hätte ich gerne Unbalance gehabt. It's my turn. Ha! Ach, das gibt's doch wohl gar nicht. My turn. Yeah. Let's go. Oops. Crimson Slash. Everyone okay? So, vom Loot hat sich nicht gelohnt, gab ein Action 1. Yeah, I did it. I must train even more. Aber ganz gute Erfahrungspunkte, der Kampf. Der Mechanismus wurde bereits aktiviert. Ja, das haben wir im letzten Spiel mal gemacht. So, jetzt machen wir erstmal Heilung.
Felt pretty good. Ich glaube, ich die Truhe überhaupt öffnen kann. Vieh und Laura würde gehen, glaube ich. Also speichern. Ich lasse Vieh und Laura natürlich mit der Ausrüstung kämpfen, die sie jetzt haben. Mal gucken, was das so ist. Ganz crappy wird es ja nicht sein. Also Laura war ja im Team. Und Vieh ist ja immer sowieso ganz gut mit Ausweichen und so. Schauen wir mal. Achso, natürlich. Ah, die alte Feindseligkeit, Vieh und Laura. Sehr schön, dass das hier nochmal angesprochen wird. So, jetzt bitte keine verwirrende Spinne, ja? Danger levels high. Watch out. Okay, irgendwelche Ei-Ausbrüter. Ipoda. Die mögen kein Wasser und mögen kein Schwarz, also Time-Magie mögen die nicht. Einfrieren mögen die auch nicht. Faint. Ziel. Mhm. Was hast du für Unterstützungszauber? Chronodreif und Forte wäre eine Möglichkeit. Du hast sogar Wassermagie, das ist sehr gut. Und hier hättest du Feint 30% und Buff. Hm. Okay, und die Orders sind 60% extra Damage und Insight, das wäre schon mal sehr schön. Und das wäre Delay minus 50% und Insight, das kostet nur 3 Punkte. Das machen wir mal. Make it quick. Zephyr Wing. Und dann beginne ich mit der S-Craft. Wegen des geringen Delays muss ich ja möglichst eine lange Aktion wählen, damit wir auch möglichst viel sparen. Das ist ja bei 50% Rabatt. Spart man ja mehr, wenn man 1000 Euro ausgibt, als wenn man 100 Euro ausgibt, so vom Prinzip her. Ja. Trotzdem muss man jetzt natürlich 19 Delay in Kauf nehmen. Ist man lange nicht dran. Achso, ich sollte mich vielleicht erstmal buffen, ne? Ja. Craft. Stärke. L. Weak. I'll handle this. Ah, das hat jetzt natürlich CP gekostet. Ah. Dann machen wir das. Hallo? Also da konnte ich gerade eben 3 erwischen, oder nicht? Ja. Dann machen wir das so, das kostet zwar 80 Punkte, aber dann kann sie noch eine normale S-Craft mit 100 danach irgendwie machen. No escape. Hey-ya! Now! It's mine! Leider keinen gefaintet. An opening! Let's go. So, was hast du? Fortuna bringt uns nicht so weit. Nee, komm, dann machst du mal deine S-Craft. Explosion. Take that. My turn. Wird noch nicht reichen. Behold
The soul of Arsene. Und Laura brennt und ist vergiftet. Ah, jetzt hat mal Feint geklappt, sehr gut. Und wieder aufgewacht. Let's go. Ah. Tja, was machen wir? Support-Zauber sind nicht gerade so super hier. Gibt es irgendwas, was ich Laura zuschmeißen kann? Das, Cures Ailments, die Mandrake-Suppe. Wahrscheinlich wird Laura direkt wieder vergiftet oder so, wir werden sehen. Ja. Oder es hat nicht gewirkt. Hä? Naja. Vieh ist dran. Warte mal, Gold geht so. Ja, ich mach das mal. Also, der eine ist auch schon stark verletzt. Let's go! Du kannst deinen 80er nicht nutzen. Das lohnt sich jetzt nicht. Und Crystal Edge ist halt blöd, weil wir genau in der Mitte stehen. Das ist arg. Nee, du haust ganz normal zu, in der Hoffnung, dass wir dann noch ein S-Craft reindrücken können. Wenn Laura jetzt noch einmal angegriffen wird oder zweimal, dann hat sie wieder 100 CP. Ah, ich mach keinen S-Break. Können wir direkt machen. Behold the soul of Arsene. Now. Radiant Phoenix Blade. Ja, sehr gut, das war's. My turn. Battle complete. Let's move. Drei Magical Droplets. I must continue to train. Die wir nicht brauchen. Also vielleicht nicht brauchen. Aber das Wichtige ist ja, dass Fies Order, Zephyrwing, die ohnehin schon sehr stark war, jetzt zu Zephyr Tempest wurde. Also Zephyr Wind war das, ne? Nicht Wing. Und das bedeutet, oh, ist jetzt schon zweimal aufgestiegen. 10 Runden lang Delay minus 50% und 2 Runden lang Insight. Eben waren es noch 8 Runden. Und 10 Runden Delay 50%, das ist echt der Hammer. Für 3 BP. Wo muss ich jetzt überhaupt lang? Da sind die Ausrufezeichen, das heißt, links darf ich wahrscheinlich nicht lang. Wir müssen zum Sol schreien und mit Crow reden. Wir müssen von hier aus nach rechts gehen, um dahin zu kommen, oder? Gehen wir schon. Will ich jetzt Ausrufezeichen noch mitnehmen?
Ja. Komm. Eins nehmen wir mit. So, wer lauert uns auf? Diese Monster wirken organisiert. Sie werden uns nicht kampflos durchlassen. Das wird nicht leicht sein, aber wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir uns durch die Ränge schnetzeln in 0, nichts. Da bin ich mir nicht so sicher. Okay, Mini-Bosskampf. Ja, es sind viel mehr, als wir momentan durchstehen könnten. Wenn überhaupt, wirkt es so, als ob sie uns zurückdrängen wollen. Leute, ich weiß, ihr mögt das nicht, aber hört mich an. Ich werde meine Macht als Opfer loslassen und mich mit den Dingen beschäftigen. Was, das kannst du nicht ernst meinen? Ich hätte nicht geglaubt, dass du verzweifelt genug sein würdest, um das noch einmal vorzuschlagen. Rian, hast du nicht deine Lektion gelernt, Schwachkopf? Hör mal, ich weiß, es ist riskant, aber wenn man die Situation bedenkt, in der wir sind, gegen solche großen Zahlen von Monstern reicht es nicht, dass ich meine Kraft konzentriert und kontrolliert halte. Aber wenn ich meinen Kräften freien Lauf lasse, dann haben wir eine Chance. So wie es jetzt aussieht, selbst wenn ich mich zurückhalte, könnte der Backlash genug sein, um mich zu verzehren. Ja, warum riskierst du es dann? Glaubst du, dass wir anderen so schwach sind, dass du alles alleine machen musst? Nein, darum geht es gar nicht. Es liegt daran, weil ich glaube, dass ich mich auf euch verlassen kann. Und deshalb schlage ich es vor. Willst du damit sagen, weil wir jetzt bei dir sind, kannst du das Unkontrollierbare kontrollieren? Ja, es hat doch funktioniert, als ihr mich im Black Workshop gerettet habt. Und es wird auch jetzt wieder funktionieren. Es kann negative Einflüsse auf meinen Körper haben, wenn es außer Kontrolle gerät. Aber mein Geist, das ist eine ganz andere Geschichte. Mit euch an meiner Seite weiß ich, ich werde nicht wieder die Kontrolle verlieren. Also bitte. Es ist okay, Rian. Du brauchst nichts mehr zu sagen. Ich glaube ohnehin, alles, was wir jetzt sagen, wird deine Entscheidung sowieso nicht mehr beeinflussen. Oder deinen Entschluss nicht mehr ändern. Ja, wir wissen ja, wie stur du sein kannst. Es ist vielleicht mal eine nette Abwechslung, dass wir dir mal helfen. Ja, tu, was du tun musst, Ausbilder. Wir holen dich so oft zurück, wie es sein muss. Aber sieh das als Kraft an, die du nur dann benutzen kannst, wenn wir alle zusammen sind. Ja, so haben wir alle einen Anteil daran. Dann haben wohl alle zugestimmt. Bist du bereit, Rian? Leute, ha, ich kann wohl nichts vor euch verbergen, was? Danke. Ich verspreche, ich werde es nicht zulassen, dass mich die Kraft noch einmal verzehrt. Also, jetzt entledigen wir uns dieser Monster und gehen voran. Folgt mir. Okay, und kann er jetzt irgendwas Besonderes machen? Ja, Demon Unchained. Ist das ein neues Spiel? Ja, drei Runden ist er denn stärker. Danach wird er unkontrollierbar und nur noch normale Angriffe machen. Eine 30%ige Chance, dass Rian wieder zu Sinnen kommt. Aber wenn man Pech hat, wird er für den Großteil der Schlacht unkontrollierbar sein. Also ja, möglichst gegen Ende der Schlacht dann noch einsetzen. Die einzige Art und Weise, ihn garantiert wieder unter Kontrolle zu bringen, ist entweder einen Zauber oder ein Item einzusetzen, der alle Ailments
wegnimmt. Ja, das ist doch einfach. Rikuria macht sowas ja. Kuria, Rikuria. Haben wir jetzt nur, glaube ich, keine Leute dabei, aber gut. Diese Craft entfesselt Reens Power als Sacrifice. Stärke, Verteidigung und Speed wird um 50% gesteigert. Und nach 3 Runden geht er dann halt in Berserk, ja. Ich würde es halt trotzdem gerne mal testen. Achso, er ist schon. Ich muss es jetzt machen, alles klar. Ich hätte es ohnehin gerne getestet. Ja, wenn das 3 Runden sind, dann sollten wir doch am besten mal die S-Craft auch nutzen. Ich will nur gucken, ob ich noch eine Order mache. Rating Fire, ja. Ich denke, ich mache Rating Fire, weil es auch so billig ist. 20% mehr Damage, einfach so. Warte mal, was ist eine neue? Termination / Dusk ist, glaube ich, eine neue Form seiner S-Craft. My mind is clear. My blade empty. Now! Und dabei sind es nur 3 von diesen Viechern, die hätten wir auch so geschafft. Dreißigtausend Damage. Ganz ordentlich. So, gegen was waren die empfindlich? Magietechnisch, Silber oder Feuer? Ja, Silber, das ist nicht so dein Ding. Dann haben wir noch entweder Wasser, Luft oder... Wasser 100, Luft 120, Freeze 80%. Oh gut, dann machen wir auf jeden Fall Crystal Edge. Haben wir eine ganz gute Chance, sie einzufrieren. Also 25% mal 80%. Also 20%, aber mal 3 Leute. Ein halber ungefähr von denen friert ein. So. Mach du das auch mal. Du bist schneller als Muse im Zaubern. Falls das Ganze nicht klappt, machst du mal ein Shining für uns. Zumindest für uns 3. Oder für die 3. Ja, für die 3. Okay, keiner eingefroren. Aber jetzt. Nö, oder? Nö, keiner eingefroren. I'm going. Machen wir das nochmal. Oh, das dauert zu lange. Jetzt mal was gucken. Also. Okay. Wenn ich jetzt Kestrel rufe, kostet uns das doch keinen Mana, sehe ich doch richtig, oder? I got this. Sehr gut. Einer ist schon tot.
Okay, hat jeder Panzersoldat wirklich seine eigene Animation. So, jetzt muss ich noch einmal impeden. Crimson Slash! All right. Tja, was machen wir mit dir? Aber mal auswechseln. You got this. I'll handle it. Ja, ist auch nicht so gut hier. Also war der Rikuria. Wäre jetzt noch etwas zu früh. Irene ist noch nicht so weit. Feuer war auch gut. Okay, machen wir Feuer. Arcus, activate. Ja, jetzt heilen die sich. Ich breche ins Essen. Let's go. An opening. Let's go. Roar. Helix strike. Now. I've got you. I shall go. Charging. Ha. Thanks. Thanks for the help. Turn. Ist auch blöd. Ah, das gefällt mir alles nicht. Arcus, activate. I'm up. So. Das heißt, er ist nicht im Berserker-Modus. Ich kann jetzt jede Form des Angriffs machen, muss also nicht nur normale Angriffe machen. Und ich mache einfach mal einen normalen Angriff. Shit. It's down. Um wieder zu CP zu kommen. My turn. Yeah. Ach, das ist der andere, der hat ja noch viel Leben. Now. Fire. Daneben. There. Let's go. So, Zero Arts. Ha. Vielleicht reicht es knapp. Mal gucken. Nö. Obwohl er schon mehr Schaden gemacht habe, als ich gedacht hatte. Aber die Viecher haben einfach zu viel Leben, fast 100.000. My turn. Und bei Altina muss ich mal auf die Lebenspunkte achten. Let's go. Roar! Helix strike! Now! I've got you! Da. Thank you.
Now. Arcus, activate. I'll care for you. Thanks. Do it! Yeah! Yes! Huh? Sure. My turn. Arcus, activate. I'll save you. Thanks. It's my turn! There! Yes! Arcus, activate! Do it! Yeah! I shall go. It's my turn. So, du kannst impeden. Crimson Flash! Now! I've got you! Ha! Jetzt haben wir den gemeinsamen Kill. That one was all for you, Instructor Reen. Well, I appreciate it, Muse. Nice work. Dreimal Material, immerhin. Stats updated. I must train even more. Puh, ich denke, wir sind vorerst in Sicherheit. Das hat mich mehr leer gesaugt, als ich dachte. Es scheint so, als ob ich eine Last für euch alle war. Bitte macht ihr um uns mal keine Gedanken. Genau, es ist nämlich nichts verglichen mit dem, was du durchmachen musst. Ja, das kann sein. Aber solange ich das auf diesem Level aushalten kann, oder auf diesem Level klein halten kann, sollte ich in der Lage sein, meine Kräfte zu nutzen, ohne zu große Probleme zu verursachen. Und wie ich schon sagte, ich werde es nicht übertreiben. Vertraut mir, wir stehen das alles durch. Naja, wir können jetzt eh keinen Rückzieher mehr machen. Es sieht so aus, als kommen wir näher. Ja, aber ganz zum Schrein werden wir jetzt natürlich noch nicht gehen. Das wird mir sonst zu viel für diese Folge. Mal schauen, ob hier noch irgendwas ist. Nur so ein Kropfzeug. Wo ist der Schrein denn eigentlich? Achso, da ist der. Mit dem Ausrufezeichen. Kann ich vorher noch zum Angelplatz gehen? Dann würde ich das noch machen. Ich hoffe nur, ich trigger jetzt keine Riesenaktion. That stone pathway leads up to the shrine. Let's have a look around first to make sure it's safe. Treasure located. Freeze 2. Mhm, sehr schön. Bevor ich in den Schrein gehe, werde ich eh die Ausrüstung nochmal durchgehen von den ganzen Leuten. There's the dock and the lodge we stayed in for our field studies 2 years back. Yeah, split rooms between guys and girls, just like our floors at the dorms. Back then, I could never have imagined that Fee and I would be this close. Don't go digging up the past like that. Sounds like old class 7 wasn't too different from us. Abgeschlossen. Na gut, dann ist hier die letzte Aktion. Since we're in the clear. No sign of the Imperial Navy. We should be all right as long as we stay out of sight when the patrol boats pass by. Got a bite.
This is promising. Der ist neu. I got it. Oh, ein Power Droplet. Naja. Gut, dann machen wir heute hier Schluss und gucken uns morgen dann mal den Schrein an. Miriam was here before as well, wasn't she? Yes. We came here after we got info from that Professor Lumen guy. Yeah. Looking back, it was super weird how he kept popping up wherever we went. I'm sorry. It's not something you need to apologize for, Elisa. All of this leaves me with several questions for Crow. Ich sehe gerade, natürlich, wir haben viele Fragen an Crow, aber ich habe da gerade noch so einen blauen Stern gesehen. Ich denke, da können wir noch mal eben vorher hin. Ein Foto machen für Rex, schätze ich. Da ist noch ein Stückchen. Waren wir hier schon? Nein. Bryonia Island hat auf jeden Fall schöne Landschaft zu bieten. Sieht gut aus. Ich schick's mal direkt zu Rex. Hey, how's it hanging? Let me take a peek at the goods. Whoa, not bad. Here's a little something for your troubles. Ein Foto von Sharon. Ne, warte mal, so. Ne, doch, so war schon richtig. Item. Ach ja, jetzt hier in ihrem neuen Outfit. Ja, ich würde es nicht tragen. Aber gut. Warte mal. Fahre ich da jetzt oder? Genau, da bin ich. Aber bei dem Angelplatz bin ich doch nicht gewesen, oder? Bin ich jetzt durcheinander? Hier die Truhe habe ich geplündert. Habe ich da geangelt? Ich glaube nicht, das habe ich dann übersehen. Weil die Truhe da so in der Nähe war. Habe ich nur auf die 8 gegeben. There. Got a bite. Oh, it got away. There. Got a bite. This is promising. Ja, hol mal eben den Hai aus dem Teich. It's a whopper. Elecanthus. Ein Fortitude Droplet. Da kann man sich die ganzen Droplets farmen. Und wenn man das lang genug macht, dann kann man seine ganzen Attribute auf 5000 bringen oder so. Okay, jetzt nochmal eben gucken. Da durften wir nicht hin, ja. Jetzt nur schon mal mich vor den Schrein stellen und dann machen wir Schluss. Dass wir dann auf jeden Fall direkt nächste Folge mit der Action loslegen können. Also, wenn ich Action sage, meine ich natürlich die ganzen Gespräche, die erstmal kommen. Jeder muss ja natürlich nochmal seinen Senf dazugeben, wie er den Schrein findet und so. Alles klar, dann bis morgen. Tschüss.